Was geht ab, YouTube? Dennis hier von DTV, eurem Yu-Gi-Oh! Kanal hier auf YouTube. Willkommen zu einer weiteren Folge der Progression Series League. So sieht sie nämlich aus. Wer die erste Folge verpasst hat, den verlinke ich hier oben. Könnt ihr auf jeden Fall mal reinklicken. Dort habe ich das erste Duell gegen Santiago Katz bestritten und erfolgreich den Sieg für die DTV Community nach Hause geholt. So sieht es nämlich aus. Die Progression Series League, kurz und knapp zusammengefasst, ist im Endeffekt an die Progression Series von Simo angelehnt. Sprich, pro Runde bzw. pro Match darf man ein Display öffnen, sprich man fängt mit LOB, also Legend of Blue Eyes White Dragon an, macht dann MRD, Metal Riders auf und arbeitet sich so Display für Display nach vorne durch und integriert sozusagen immer die Karten, die man gezogen hat, in sein Deck. Das nächste Duell in der Progression Series League spiele ich gegen Albertin. So sieht's aus. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Unten in der Beschreibung findet ihr auch einen Link zu seinem Kanal. Extrem cooler Typ. Ich bin echt gespannt, wie das Duell zwischen uns beiden ausgehen wird. Was wir jetzt als nächstes machen, ist folgendes. Wir gucken uns die gesamte Kartenliste von Metal Riders an. Ich bezweifle nämlich, dass irgendeiner von euch da draußen, geschweige denn mir, sich daran erinnert, welche einzelnen Karten in Metal Riders drin waren. Deswegen machen wir das jetzt einmal, gucken uns die Kartenliste an und im Anschluss öffnen wir das Display. So sieht es nämlich aus. Doch bevor wir starten, wie immer an der Stelle, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und damit auch genug gelabert. Lasst uns direkt in die Kartenliste und das Metal Riders Display einsteigen. Los geht's! Letztes Mal in Yu-Gi-Oh! So, wir haben die Kartenliste hier vor uns. Metal Riders, so sieht's aus. Veröffentlicht wurde das Ganze am 27.06.2002. Das ist lange, lange her. Warte mal, 2002, das ist 20 Jahre her. Fast 21 Jahre her. Oh, krass, Alter. Da war ich 11. Oh, bin ich alt. Ja, da war ich 11 Jahre alt. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie ich damals an Karten gekommen bin. Auf jeden Fall hatte ich damals Karten. Ich habe damals gespielt, tatsächlich. So, wir gehen mal direkt rein. Torwächter. Krasse Karte. Keine Ahnung, werde ich wahrscheinlich nie im Leben beschwören können. Dann wilder Kobold. Geflügelter Drache, Festungswächter, herbeigerufener Totenkopf, ultra nice, die Karte wollen wir auf jeden Fall haben, das ist ein Tribut, 2500 ATK, besser geht's nicht, muss man einfach mal sagen, und dann auch noch Unterweltler und Finsternis, also mehr will ich von der Karte nicht, als genau das, was auf dem herbeigerufenen Totenkopf draufsteht. So, wir machen weiter, Felsenoger, Grotte, Panzerzombie, hier Maske der Finsternis, ganz geil, man kann eine Falle im Friedhof wählen und sie zurück auf die Hand nehmen, das kann man natürlich dann mit der Fallgruppe machen, die man im vorigen Zug aktiviert hat. Dame der Stille, hier ein Tribut, 1600 ATK, das wird nichts. Hier der weiße Zauberhut, auch nicht verkehrt. Ja, wenn die Karte den Lifepoints deines Gegners Kampfschaden zufügt, wirft dein Gegner zufällig eine Karte aus seiner Hand ab. Ist tatsächlich ganz cool, vor allen Dingen, weil es damals noch nicht so viele Karten gab, die im Friedhof irgendwelche Effekte getriggert haben. Sprich, der ist gut, das wäre cool, den zu ziehen. Ja, großes Auge, oh. Vornehmer Egoist für die Harpien, dann Sangan des Donners, Kazain und Suijin. Jinzo 7, das ist noch vor dem richtigen Jinzo. Auch Direktangriff auf die Lifepoints. Magier des Glaubens, sehr cool. Die wäre tatsächlich, das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Flip wähle einen Zauber im Friedhof, nimmst zurück auf die Hand. Regeki zurück auf die Hand, Schwarzloch zurück auf die Hand. Das wäre tatsächlich spitzenmäßig. Trend, Schreiben, Zauber, nee, das ist halt überschaubar. Falsche Falle, Ehrung der Verdammten, cool. Wirf eine Karte ab, wähle ein Monster auf dem Spielfeld, zerstöre es. Eine coole Karte, habe ich damals auch gespielt. Sieht auch extrem cool aus vom Artwork. Überläufer wäre natürlich fett. Also wäre auch OP so, aber Überläufer wäre fett. Babydrache. So, Sangan. Sangan wäre natürlich auch cool, vor allen Dingen für die Zukunft. Eine gute Karte, die man ziehen könnte. Große Motte Kuribo nehme ich auch sehr gerne, um Kampfschaden bzw. Ja, genau, um Kampfschaden sozusagen zu verhindern. Qualle, Schloss der dunklen Illusion würde ich auch nehmen. Also, ja, doch, würde ich auch nehmen. Also im Endeffekt, ihr seht schon, was ein Effektmonster ist, nimmt man auf jeden Fall sehr gerne mit Kusshand. Und die hier wäre auch nicht verkehrt, ne? Auch ein Tribut 1, 2000 ATK. Ist auf jeden Fall schon mal um einiges besser als das, was wir gerade im Deck spielen. Hier, der grobe Clown, der Unterweltler, die Karte würde ich auf jeden Fall auch nehmen, ist auch geil. Wenn diese Karte nämlich von der Verteidigungs- in die Angriffsposition geflippt wird, kann man ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite zurück auf die Hand des Besitzers geben. Das ist cool. Mirai Gumo, wirf eine Münze, genau, die war das. Ja, doch, why not, komm, no risk, no fun. Statt ein Leichenflatterer haben wir noch ein weiteres Unterweltler-Monster mit 1600 ATK, why not. Donnerdrache. Karte abwerfen, füge deine Hand bis zu zwei Donnerdrachen von deinem Deck hinzu. Ja,
aber damals noch nicht so spektakulär wie jetzt, heutzutage. Siebenfarbiger Fisch, wahrscheinlich die stärkste Novel mit 1800 ATK. Nehme ich sehr gerne, drei Stück von. Dunkler Elf mit 2000 ATK. Allerdings muss man, wenn man angreift, 1000 Lifepoints bezahlen. Und Lifepoints sind tatsächlich damals heilig gewesen. Hexe vom Schwarzen Wald. Mann, sind hier viele Karten drin. Also Hexe vom Schwarzen Wald ist natürlich geil, nehme ich sehr gerne mit. Pistolendrache. Yo. Yo, feierliches Urteil. Yo, 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 nehme ich sehr gerne. Magische Störung nehme ich sehr gerne. Sieben Werkzeuge des Banditen nehme ich sehr gerne. Und Horn des Himmels nehme ich sehr gerne. Nehme ich alles sehr, sehr gerne mit. All diese vier Karten ziehe ich sehr, sehr gerne, so oft es geht. Aber wie ich hier sehe, sind das alles gute Rares gewesen. Na, davon dürfte ich dann wahrscheinlich nicht so viele ziehen. Schild und Schwert, Schwert der tiefliegenden Blockangriff. Yo. Spiegelkraft. Also ihr seht, sind auf jeden Fall schon ein paar fette Karten mit drin. Ring des Magnetismus, Schmerzenteilen. Stimpack, schwerer Sturm und der 1000 Drache auf jeden Fall. Eine Karte, die ich nicht beschweren werden kann, weil ich keine Polymerisation gezogen habe. Vielleicht irgendwann in Zukunft, wenn es irgendein anderes Pack gibt, wo Poly als Reprint drin ist. Und damit machen wir direkt mit dem Pack-Opening weiter. Also, was wir hier gerade alles gesehen haben, ist gar nicht so verkehrt, muss man ehrlicherweise sagen. Sind ein paar Spicy-Spice-Karten dabei, aber auch ganz viele Vanillas, die man eigentlich nicht ziehen möchte. Ich bin gespannt, was wir gleich ziehen. Wir machen jetzt direkt weiter und öffnen das Metal Riders Display. Los geht's! Und da ist es auch schon. Wir klicken direkt drauf, ohne großartig Zeit zu verlieren und machen einfach mal direkt los. Öffnen ein Päckchen nach dem anderen. Ja, hier sind die Karten verdeckt. Wir machen mal hier Flip-Cards. Ich zoome hier vielleicht, glaube ich, nochmal ein kleines Stück raus. Ne, wobei, das bringt nicht. Ich zoome wieder rein. So, ich glaube, das ist besser. So, was haben wir gezogen? Robin Goblin. So sieht's aus. Coole Karte und King of Yamimakai. Geil. Zwei gute Karten, die wir auf jeden Fall da schon mal gezogen haben, die gar nicht so verkehrt sind, die uns auf jeden Fall helfen werden. Wir machen das nächste Pack auf. Und in dem nächsten Pack ist der Sagi the Dark Clown. Ja, Sui Jin ist natürlich cool zu ziehen, aber ganz ehrlich, ich glaube, das bringt uns gar nicht so viel. Da machen wir das nächste Päckchen auf. So, Flipcards. Schmerzenteilen, cool. Nehmen wir mal mit. Dann Hushingen ist auf jeden Fall hier mit am Start. Wir machen direkt weiter. Das ist alles nicht so gut. Die Karte könnte eventuell, aber... ich weiß es nicht. So, immer weiter. Zack, nächstes Päckchen. Ja, Gazelle kann man vielleicht mitnehmen. Der Rest ist so... Dann grober Clown, cool. Crass Clown auf Englisch. Ja, Witch of the Black Forest. Das ist tatsächlich ein sehr, sehr cooler Pull. Vor allen Dingen auch für die Zukunft kann das definitiv helfen. Und einen Donnerdrachen haben wir gezogen. Als nächstes haben wir hier Stimpack. Joa, und Fake Trap. Komm, gib mal was Starkes, gib mal was Geiles. Ja, hier 2000 Defense, um unsere Mauer weiter aufzubauen. Nehme ich sehr gerne mit. Dann haben wir hier nochmal einen Robin Goblin. Cool. Und, boah, das ist natürlich nicht verkehrt. ich bezweifle, dass ich die Karte jemals beschwören werde. Also mal gucken, vielleicht ziehen wir ja noch die anderen beiden. Sui Jin haben wir schon gerade gezogen. Mal gucken, ob wir die anderen beiden noch ziehen. Flippen mal die... Ah, geil, nochmal einen groben Cloud und Mask of Darkness. Die Maske der Finsternis. So sieht's aus, um uns eine Fallenkarte zurück von dem Friedhof auf unsere Hand zu nehmen. Das ist sehr geil. Dann noch einen weiteren Donnerdrachen. Ja, wer weiß, was da in Zukunft. Und White Magical Head, auch cool. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Das könnte doch was werden, eventuell. Ne, hier ist nix. Bladefly, boah. Nochmal einen groben Clown. Ich sag euch, der kommt. Also die ganzen Vanillas werden auf jeden Fall Mass Sorcerer, ja. Also hier, die ganzen. Vanillas werden durch den groben Clown ersetzt. Der hat mir damals immer gut zur Seite gestanden. Dann haben wir hier Katapult-Turtle. Joa. Wir machen aber direkt weiter. Nochmal Witch of the Black Forest. Geil. Und nochmal King of Yami. Also ganz ehrlich, langsam wird's. Hier, Cheerful Coffin auch nicht verkehrt. Share the Pain nochmal mit am Start. Also langsam, ich hab ein gutes Gefühl. Also das erste Display-Opening war schon allererst. Nochmal Witch of the Black Forest. Leck mich fett, Playset voll. Wie geil ist das denn? Also ich hoffe, die anderen ziehen nicht so gut. So, wir machen das nächste Pack auf. Ist das fett? Sangan! Sangan! So geil! Das ist doch mal was! Das könnte was werden! Hier nochmal Masked Sorcerer. Ja, aber so viele Packs sind nicht mehr übrig. Ich will ein paar fette Fallenkarten. Ich brauche die fetten Fallenkarten. Shadow Bane. Oh, noch 5 Packs übrig. Komm, Bui. Change of Hearts. Das ist fett. Das ist richtig fett. Also so fett. So richtig fett. Fett. Nehme ich.
Block Attack. Nee, das ist es nicht. Also ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir gut gezogen. Trotzdem nochmal eine Giant Red für, nee, Prevent Red. Nochmal um Heavy Storm. Brother. Ja, Heavy Storm ist gar nicht verkehrt und Dark Elf tatsächlich auch. Also wir haben im Großen und Ganzen gut gezogen, auch wenn wir die ganzen krassen, ja, noch ein Sangan, ist cool. Also auch wenn wir die ganzen krassen Traps nicht gezogen haben, ist auf jeden Fall hier ordentlich was dabei gewesen. Nochmal Magicians of Faith auf jeden Fall am Start. Ja, ist tatsächlich ein gutes Opening gewesen. Wie gesagt, ich hätte mir hier und da noch zwei, drei weitere Fallenkarten gewünscht. Spiegelkraft, Solemn Judgment. Ja, da war auf jeden Fall Spicy Spice dabei, den ich leider nicht gezogen habe. Ich lege jetzt direkt los, integriere die Karten in mein Deck und dann fliegen wir gleich über mein Deck und ich erkläre euch, warum und wieso ich welche Karte in mein Deck integriert habe. Bis gleich. So, das Ganze hat natürlich einen kurzen Moment gedauert, ist gar nicht so einfach aus sozusagen Metal Riders und Legend of Blue Eyes, White Dragon, das beides irgendwie zu kombinieren, beziehungsweise sich einen Überblick zu verschaffen, welche Taktik man eigentlich so spielen kann. Ich hoffe, ich war hier gar nicht so verkehrt, also das Deck hat sich im Großen und Ganzen nie so viel verändert, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich würde sagen, so eine 50-50 ausgewogene Variante. Boss Monster ist immer noch der Trihorn Dragon. Wenn ich den beschwöre, hoffe ich einfach, dass ich da mit den Gegner überrenne und er mir nicht mit Spalt, Fallgrube oder sonst irgendeiner krassen Karte um die Ecke kommt. Dann haben wir hier dreimal den König von Yami Makai. Ja, Tributbeschwörung 2000 ATK. Ich hoffe, dass ich mit dem Monster auf jeden Fall so ein bisschen Druck aufbauen und Druck machen kann. Dafür muss ich natürlich erst ein Monster liegen, was ich als Tribut anbieten kann. Deswegen haben wir hier auch unten, dazu kommen wir gleich, mächtige Defense, die ich mir da aufgebaut habe. Dann haben wir hier 1600 ATK, Ryukishin Power, ja, nach dem, hier, wie heißt denn, nach dem Silberfisch oder wie das Ding hieß, goldener Fisch, Regenbogenfisch, nach dem Regenbogenfisch, stärkste Normal Summon. Dann natürlich weiter den Skull Redbird, auf den hoffen wir natürlich weiterhin. Giant Flea haben wir im Tournament Pack gezogen, 1500 ATK, ja, ist wie es ist. Dann natürlich hier Urabi, auch 1500 ATK mit die stärksten Normalbeschwörungen, die wir irgendwie aufs Feld bringen können. Dann haben wir hier Spirit of the Harp, hier unsere Defense, denn Defense gewinnt Spiele. So sieht's aus, wir mauern hier ordentlich. Giant Soldier of Stone ist hier natürlich mit auch am Start. Die Idee ist einfach zu mauern und irgendwie mit Fallenkarten-Effekten und Flip-Effekten zu nerven, um dann irgendwann entweder den hier zu beschwören oder den hier. Das ist gerade so die Idee. Oder im Optimalfall im Late-Game den Shadow Ghoul. Der bekommt nämlich 100 ATK für jedes Monster, was in deinem eigenen, leider nur, sozusagen in meinem eigenen Friedhof liegt. Kann aber dann so in Turn 10, 12, 14, 15 gar nicht so verkehrt sein. Könnte man auf jeden Fall ordentlich boosten, den Shadow Ghoul. Dann hier eine weitere sehr starke Normal Summon, und zwar der Dark Elf, 2000 ATK, Stufe 4. Wenn er allerdings angreift, muss man 1000 Life Points zahlen. Life Points sind heilig, muss man ehrlicherweise sagen, zumindest damals gewesen. Mittlerweile ist das eine Ressource, die man einfach so verbrennt, indem man einen Solemn Strike nach dem anderen flippt. Ich hoffe, der zahlt sich hier aus, gucken wir mal. Dann natürlich den krassen Clown, grober Clown auf jeden Fall mit am Start, wenn die Karte von Defense in Angriff also geswitcht wird sozusagen, darf man ein Monster auf der gegnerischen Spielfeldseite zurück in die Hand geben. Ich hoffe, dass ich den Effekt ein, zwei Mal resolven kann. Ich habe die Karte dreimal gezogen, ich habe jetzt aber erstmal auf 1 drin, weil ich mir nicht so sicher bin, wie oft ich tatsächlich dazu komme. Big Eye natürlich gar nicht so verkehrt, Flip, man kann sich die obersten 5 Karten auf dem Deck angucken und dann sie in der Reihenfolge platzieren, wie man sie halt haben möchte. Was cool ist, um sich sozusagen seine Combo-Pieces nach oben zu legen. Dann haben wir hier einmal Witch of the Black Forest, die haben wir hier unten noch zweimal im Side-Deck. Können wir tatsächlich im Zweifel noch irgendwie mit reinzeigen, wenn wir das Gefühl haben, das bringt was. Genauso wie Sangan. Dann haben wir hier White Magical Hat. Wenn die Karte dem Gegner Schaden zufügt, muss der Gegner eine Karte von seiner Hand abwerfen. Mega gut. Dann haben wir hier natürlich noch Hane Hane zweimal. Auf die bauen wir weiter. Dann Magicians of Faith, um uns eine unserer Super Spells zurück auf die Hand zu nehmen. Also aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Dann haben wir hier Backrow Pop. Natürlich nur für Spells. Ist so ein bisschen schade. Also ich sag mal, ein Omni Backrow Pop wäre cooler gewesen. Dann haben wir hier mega gut gezogen mit Change of Heart. Eine sehr, sehr gute Karte, muss man einfach mal sagen. Raigeki, Heavy Storm, Block Attack, auch cool, wenn man damit sozusagen ein Monster, was in Angriff liegt, in die, Defense-Position switchen kann. Kann auf jeden Fall helfen, vor allen Dingen, wenn man hier gegen so Monster wie Red Skullbird oder auch hier dieser King of Yami Makai spielt. Vermute mal, dass der eine oder andere die gleichen Karten auch im Deck haben wird.
Schwarzes Loch haben wir natürlich weiter drin, weiter zweimal Stop-Defense, dann einmal Stimpack, ja. Das Monster, was man damit equipped, kriegt 700 ATK, verliert aber während jeder unserer Standby-Phasen 200. Ist ein Risiko, aber ganz ehrlich, so lange bleiben die Monster nicht liegen, deswegen gebe ich denen lieber einen kurzen Boost, lass die ein, zwei Züge auf dem Spielfeld liegen und entweder, wenn sie dann immer noch liegen, opfer ich sie weg. Oder, ja, also wahrscheinlich sind sie dann eh schon meistens im Friedhof, weil der Gegner irgendeinen Trick sich einfallen lassen hat. Dann haben wir hier weiter dreimal Follow Wind, um unseren Red Skull Bird bzw. Sky Red Bird zu equippen. Aber jetzt, wo wir so drüber reden, weiß ich gar nicht, ob ich die unbedingt... das hat natürlich ordentlich geholfen, den zu equippen und einen Boost zu geben. Ist allerdings das einzige Target, was ich hier drin habe. Das kann natürlich auch richtig schön bricken, ne? Wenn ich ihn nicht ziehe und ich habe 43 Karten im Deck. Ah, vielleicht nehmen wir es auch mal raus. Nehmen wir es raus. Ich tue mich schwer. Ja, komm, nehmen wir raus. Egal. Zack. Aus dem 40-Karten-Deck ein 43-Karten-Deck gemacht. Ich glaube, es wird einfach zu selten passieren, dass ich die beiden Karten... Also sozusagen in meinem letzten Deckbild hatte ich sozusagen noch ein weiteres Winged Beast Monster, was ich mit Follow Wind equipped hätte können. Jetzt sind es nur zwei Monster. Ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Jetzt haben wir hier noch Fallgrube drin natürlich und Robin Goblin. So sieht's aus. Sehr, sehr geile Karte. Und zwar jedes Mal, wenn eines meiner Monster dem Gegner Schaden zufügt, muss er eine Karte in seine Hand abwerfen. Also wie ihr seht, ist das die Taktik. Einmal über Robin Goblin, dass der Gegner eine Karte von seiner Hand abwirft und einmal White Magical Hat. So hoffe ich einfach, dem Gegner so viele Handkarten wie möglich zu klauen. Ja, mein Top-Tier-Metadeck steht und ich bin tatsächlich bereit für eine fulminante Schlacht gegen Aubertin. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon aufs Duell. Ich habe noch im Nachhinein eine kleine Änderung am Deck vorgenommen. Und zwar habe ich einen King of Yami Makai rausgenommen und dafür einen Suyijin reingenommen. Der braucht zwar zwei Tribute, aber ey... Wenn das Ding mal auf dem Feld liegt, so, dann macht er auf jeden Fall ordentlich Action. Und deswegen hoffe ich, dass ich ihn auch aufs Feld bekomme und Aubertin in die Knie zwingt. Was wir jetzt machen, ist folgendes. So wie ihr es auch aus der ersten Runde kennt, steigen wir ins Replay ein und ich kommentiere das Ganze. Es gibt allerdings eine Sache, die ein bisschen schief gelaufen ist. Die erste Runde hat EduPro nicht abgespeichert. Also ich habe zwar nach jeder Runde immer fleißig auf Speichern gedrückt und die Dinger benannt. Was soll ich euch sagen? EduPro hat das nicht abgespeichert. Deswegen steigen wir jetzt auch mit dem zweiten Duell ein. Das erste Duell gegen Aubertin habe ich gewonnen. Ja, ich kann mir hier auf die Schulter klopfen. Ich habe gegen Aubertin das erste Duell gewonnen. Deswegen geht es jetzt ins Duell Nummer 2. Und dort ist es tatsächlich ziemlich spannend geworden. Lass uns direkt einsteigen. Los geht's! Bevor wir ins zweite Duell einsteigen, gucken wir uns hier auf jeden Fall einmal meine Hand an. Ja, Spirit of the Harp, Defense gewinnt das Spiel, so ist es tatsächlich. Dann Schwarzes Loch, eine sehr, sehr gute Karte, die ich in meinem LOB Opening gezogen habe. Dann hier Giant Flea, keine Ahnung, warum ich die Karte noch im Deck habe. Und White Magical Head, super Karte, nämlich wenn die Karte Schaden dem Gegner zufügt, muss der Gegner eine Karte von seiner Hand abwerfen. Das ist tatsächlich heutzutage kein guter Effekt mehr. Früher hatte es tatsächlich nochmal einen ganz anderen Impact. Und dann haben wir hier natürlich noch einmal die Prevent Red. Wie gesagt, Defense gewinnt das Spiel, 2000 Death auf jeden Fall gut mauern und dann von hinten immer so ein bisschen sticheln, so, das wird gut funktionieren. So, ich würde sagen, wir starten einfach mal. Mal gucken, was hier tatsächlich passiert. So, wir ziehen nochmal eine weitere Prevent Red nach. Setzen die verdeckt, mehr können wir tatsächlich nicht machen. Unser Gegner beschwört, was ist das hier? Ryukishin Powered, ja. Aubertin versucht tatsächlich durch unsere Defense zu brechen, das klappt allerdings nicht. Wir machen einfach mal weiter und setzen eine weitere Karte verdeckt. Die wird natürlich wieder angegriffen und der Gegner bekommt Damage, weil, ne, Defense gewinnt das Spiel. Wir gehen jetzt voll aufs Ganze und beschwören hier Suijin. Ja, der ist tatsächlich ja nicht so verkehrt, weil er 2500 ATK hat und auch einen coolen Quick-Effekt. So, wir gehen jetzt in die Battle-Phase und greifen den Aubertin an, dezimieren seine Monster und ja, zack, Überläufer. Wie gewonnen, so zerronnen, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt kriege ich ordentlich Damage mit dem Regenbogenfisch und Suijin. Ah, das sieht gar nicht so gut aus. 3700 Lebenspunkte gegen 6300 Lebenspunkte, was soll ich machen? Ich greife natürlich wieder mit dem Suijin an, setze noch eine Karte verdeckt, einfach, falls der Suijin irgendwie vom Feld gehen sollte, damit wir vielleicht noch ein bisschen Defense haben. Und wir ziehen auch eher überschaubar nach. Ich würde mir tatsächlich eher gern so die ein oder andere Zauber- oder Fallenkarte wünschen. Aber yo, was ist passiert? Wir greifen den verdeckt gelegten Hanehane an. Und der gibt natürlich den Suijin zurück auf die Hand. Ah, das ist natürlich ein bisschen bitter. Sprich, wir müssen das ganze Spiel wieder von vorne spielen. Doch, wir geben nicht auf und machen einfach weiter.
So, Aubertin ist wieder dran, der eine überschaubare Hand hat, muss man ehrlicherweise sagen. Doch, er pusht sein, hier, Ryukishin powered mit einer Equip-Spell auf ganze 1100 ATK und ist tatsächlich ordentlich mächtig. Wir versuchen jetzt hier den grober Clown-Trick zu machen, indem wir den irgendwie von der Death in den Angriff flippen. Das schaffen wir allerdings nicht, weil er vorher vom Shadow Ghoul auf jeden Fall in den Friedhof geschickt wird. Jetzt machen wir was uns nicht, also ne, so Verzweiflungstat, so ein bisschen schwarzes Loch, um den Shadow Ghoul in den Friedhof zu bekommen. Dann beschwören wir White Magical Head, damit unser Gegner eine Karte von seiner Hand abwirft. Ist tatsächlich eigentlich gar nicht so ein verkehrtes Play gewesen, aber wie wir hier unten meine Hand sehen, ist das Kommando Monster. Also das eine oder andere Zauber der Fallenkarte wäre tatsächlich gut gewesen. Da müssen wir auf jeden Fall in Zukunft an den Ratios ein bisschen feilen. Wir machen einfach weiter so. Random wird eine Karte von der gegnerischen Hand abgeworfen. In dem Fall Witch of the Black Forest. Ja, ist tatsächlich jetzt. Sieht erstmal ganz gut für uns aus. Mal gucken, was da verdeckt liegt. Ja, Prevent Red. Zack, ordentlich Defense auf jeden Fall auf dem Spielfeld. Sprich, wir kassieren. Yurei Gumo. Was eine mächtige Karte. Wer die Karte nicht mehr kennt, hier, wir gehen mal kurz rein. Yurei Gumo ist eine Normal. Also Normal Summon tatsächlich. 2200 ATK, was unfassbar mächtig zu der Zeit ist. Und wenn die Karte einen Angriff deklariert, wirft man eine Münze, wählt Kopf oder Zahl. Wenn man richtig wählt, geht der Angriff durch. Wenn man falsch wählt, verliert man die Hälfte seiner Lebenspunkte und dann geht der Angriff durch. Hälfte seiner Lebenspunkte zu verlieren, ist tatsächlich zur damaligen Zeit schon ordentlicher Kost gewesen. Aber Aubertin ist ein Mann, der Risiken liebt und deswegen no risk, no fun. Kassieren wir hier jetzt auf jeden Fall ordentlich mit Yurei Gumo. Ja, er gewinnt natürlich, ne, Kopf. Was machen wir? Wir ziehen natürlich Heavy Storm, aktivieren den Heavy Storm auch direkt, um die gegnerische Trap irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Und wir beschwören den Shadow Ghoul. Genau dasselbe können wir auch. Eine sehr, sehr gute Karte, vor allen Dingen im Grindgame, wenn der Friedhof schön voll ist. Ja, 2300 ATK mit einem Tribut. Das ist schon ja nicht so verkehrt. Und jetzt, ja, Aubertin verteidigt sich bisher erfolgreich und wir versuchen ordentlich weiter zu ballern. Naja, natürlich, die Witch of the Black Forest geht in den Friedhof und Aubertin searcht sich einen Hane-Hane. Das ist natürlich, was willst du machen? So viel kannst du ja nicht machen, aber es ist halt wie das. Wir flippen jetzt hier den Magicians of Faith, um uns eine Zauberkarte zurück auf die Hand zu nehmen, bieten beide Monster als Tribut an und haben jetzt natürlich hier den Shadow Ghoul und den Trihorn Dragon auf dem Spielfeld liegen, was mega mächtig ist, theoretisch, was will der Gegner machen? Aber ja, Hane-Hane liegt verdeckt. Sprich, flippt und gibt uns auf jeden Fall eine Karte zurück auf die Hand. In dem Fall den Shadow Ghoul, sodass wir dem Gegner nicht mehr Damage machen können, ist natürlich hart so. Was natürlich jetzt passiert, ist ein extrem guter Schachzug. Gehen wir hier nochmal zwei Schritte zurück. Aubertin hat Glück und zieht tatsächlich Monster. Beschwört es und aktiviert dann Share the Pain. Man bietet ein Monster als Tribut an und der Gegner muss dann auch ein Monster als Tribut anbieten. Da das einzige Monster, das ich kontrolliere, der Trihorn Dragon ist, muss ich den zwangsläufig als Tribut anbieten. Das ist natürlich ein bisschen bitter, muss man ehrlicherweise sagen. So einfach wurde aus dem Weg geschafft. Und jetzt, ja, jetzt versucht man sich so ein bisschen über die Zeit zu retten. Doch, ich aktiviere den Robin Goblin, beschwöre den Big Eye im Angriffsmodus, damit unser Gegner Karten abwirft. Das ist nämlich meine halbe Win-Condition gewesen. Und zwar mit Robin Goblin und dem, wo ist er hier im Friedhof, müsste er liegen, da, dem White Magical Head, dem Gegner Schaden zufügen und ihn dazu zwingen, Karten abzuwerfen. Also es sieht tatsächlich im ersten Moment, sieht gut für uns aus. So, das erste Duell hatten wir ja gewonnen, das ist das zweite Duell. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, wir beschwören weiteres Monster, und zwar Urami, eines unserer stärksten Monster, traurigerweise. Big Eye natürlich auch auf dem Feld, sprich, wir haben unseren Gegner auf 600 Life Points runter. Ja, wir dürfen uns allerdings nicht zu früh freuen, denn er beschwört Yurei Gumo, equippt ihn mit Stimpak und Yurei Gumo hat jetzt 3100. 3100 ATK, was soll ich dagegen machen? Und mein verzweifelter Big Eye im Angriffsmodus, ja, guckt ziemlich doof aus der Wäsche mit seinen vielen Augen. Ja, also selbst wenn Kopf oder Zahl hier falsch genannt wird, verliert zwar Aubertin 300 Lebenspunkte, die Hälfte der Lebenspunkte, aber ja, wir kriegen auf jeden Fall ordentlich Damage und zwar genug Damage. Das war dieses Duell verlieren. So sieht's aus. Unsere Lebenspunkte wurden auf 0 dezimiert. Wir gehen in Duell 3 direkt rein. Also, das erste hatte ich gewonnen, wozu es leider kein Replay gibt, aber ihr müsst mir glauben.
Das zweite hat Aubertin fulminant gewonnen, tatsächlich ans Herz der Karten geglaubt und mit Jirai Gumo mir ordentlich Damage gedrückt. Und jetzt gehen wir mal direkt in Replay Nummer 3 rein. Ja, tatsächlich die entscheidende Runde. Meine Wenigkeit gegen Aubertin. Wer gewinnt das Ding? Ja, das werdet ihr gleich erfahren. So, los geht's! Unsere Hand sieht diesmal gar nicht so verkehrt aus. Wir haben zumindest eine Fallgrube gezogen, die ziemlich geil ist, muss man ehrlicherweise sagen. Ansonsten Haufen Monster, die uns jetzt nicht so richtig in der Defense helfen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir gehen jetzt voll Risiko. Ryukishin wird beschworen und mit dem Stimpak Equip 2300 Angriff einfach direkt rein da. Ja, ist natürlich ein sehr, sehr geiles Play, was Aubertin da am Start hat mit der Witch of the Black Forest, die in den Friedhof schickt, um sich dann ganz entspannt in Jirai Gumo zu searchen. Ja, der kann schon ordentlich Druck machen und jetzt natürlich mit dem Überläufer zieht er sich unseren Ryukishin auf seine Spielfeldseite. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Jirai Gumo wird beschworen, den hau ich natürlich mit der Fallgrube weg. Der hat uns nämlich im vorigen Duell ordentlich Schaden zugefügt, den will ich nicht auf dem Spielfeld sehen. So, wir werden angegriffen mit unserem eigenen Ryukishin und verlieren unser Defense-Monster, die Prevent Red. Was jetzt passiert, ein ziemlich geiler Schachzug von Aubertin. Der equippt nämlich unser Monster Paralyzing Potion. Sprich, ein Non-Machine-Monster mit dieser Karte equipped kann nicht angreifen. Was ein ziemlich guter Schachzug ist, weil er so mein Ryukishin equipped hat und ich ihn mit ihm nicht angreifen kann. Und durch Stimpak verliert er jetzt Post-Stand-By-Phase 200 ATK. Sprich, früher oder später kann er auf jeden Fall einfach drüber rennen. Extrem guter Schachzug, muss man ehrlicherweise sagen. Sprich, ich habe jetzt Monster auf meiner Spielfeldseite, was ich angreifen kann und mit dem ich eigentlich nichts machen kann. Ich kann es natürlich als Tribut anbieten, aber dafür muss ich erstmal das nötige Monster ziehen. Wir beschwören Urabi und drücken ordentlich Damage. Ja, wir versuchen natürlich so schnell wie möglich die gegnerischen Lifepoints zu dezimieren. So, auf der gegnerischen Seite auch ein Ryukishin, welcher equipped wird und dann noch mit Robin Goblin. Sprich, wir müssen eine Karte abwerfen. Das ist natürlich richtig bitter. In dem Fall auch noch Stop Defense. Eine sehr gute Karte, die ich hätte eigentlich setzen müssen, um sie zu safen, aber kann ja keiner riechen, dass er auch Robin Goblin spielt. So, wir haben jetzt unseren Big Eye verdeckt gelegt, denn ich wittere so ein bisschen, dass das tricky werden könnte. Also, ne? Deswegen, wir wollen natürlich, also Big Eyes Effekt ist, wenn man flippt, kann man sich die obersten 5 Karten vom Deck angucken und die in einer beliebigen Reihenfolge oben, also hinlegen. Ich hoffe natürlich auf ein Raigeki oder sowas, weil sonst ja, wird das tricky, muss man ehrlicherweise sagen. Also was passiert jetzt? Wir kriegen ordentlich Damage gedrückt, müssen durch Robin Goblin wieder eine Karte abwerfen. Das ist richtig bitter, muss man ehrlicherweise sagen. Auch eine Karte, die wir als Normal Summon spielen würden. Jetzt versuchen wir uns eigentlich nur zu verteidigen. Wir legen jetzt alles in die Defense rein, was wir in die Defense reinlegen können. Kriegen natürlich jetzt hier, unser Big Eye wird geflippt. Das ist schon mal sehr geil. Und, schade, man sieht im Replay gar nicht, was ich nach oben gemischt habe. Ich glaube, es war tatsächlich ein Raigeki. Also von den 5 Karten war, glaube ich, die 5. Raigeki. Die habe ich gleich nach oben gemischt. Wir werden gleich sehen, welche Karte ich ziehe. Raigeki, so sieht's aus. Wir räumen die ganzen Monster von unserem Gegner einfach weg, was extrem geil ist. Flippen unsere Witch of the Black Forest, um einfach weiter Druck zu machen und Damage zu drücken. So sieht's aus. Die ganzen Ressourcen, die Aubertin da in sein Board gesteckt hat, haben wir mit Raigeki einfach zunichte gemacht. Mega starke Karte, mega guter Pull, wird mir auf jeden Fall in Zukunft noch weiterhelfen. Ja, Aubertin hat jetzt ein bisschen Pech, zieht natürlich keine Monster und wir machen einfach weiter, drücken ordentlich Damage, beschwören unseren King of Yami Makai. Unsere Witch of the Black Forest geht in den Friedhof, somit kriegen wir einen Surge, holen uns natürlich Magician of Faith. Jetzt natürlich gar nicht so verkehrtes Play, muss man ehrlicherweise sagen. Aubertin beschwört die Dark Elf, die, wenn man 1000 Lifepoints zahlt, sozusagen den Angriff deklarieren kann. Ansonsten würde das leider nicht gehen. Das ist sozusagen ein Defense-Monster im Angriffsmodus mit 2000 ATK. Aber er equippt sie mit Swarp of the Deep-Seated. Sprich, sie kriegt weitere 500 ATK. Mit 2500 ATK kann sie locker über unseren King of Yami Makai drüber rennen. Und das macht er natürlich auch. Zahlt seine 1000 Lebenspunkte. Das stört ihn allerdings halb so viel, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir haben jetzt so ein bisschen Glück, dass wir den Tsujin abwerfen. Den Tsujin abwerfen und nicht die Magician of Faith, weil die Magician of Faith ist tatsächlich die Karte, die nochmal das Spiel drehen wird, und zwar sehen wir das auch gleich. Ja, die legen wir nämlich verdeckt und was passiert? Ja, was soll Aubertin machen? Aubertin muss halt tatsächlich in den Angriffsmodus gehen und versuchen, unseren Magician of Faith beziehungsweise irgendwie aus dem Weg zu räumen und versucht uns natürlich weiter Damage zu drücken. Das war tatsächlich jetzt sehr, sehr entscheidend, muss man ehrlicherweise sagen, weil hier nochmal einen Schritt zurück. Das war tatsächlich die einzige Chance, die Aubertin hatte, um mein Raigeki aus der Hand zu bekommen. Hat sein Hanehane, den man ja eigentlich normalerweise im Verteidigungsmodus beschwören sollte, um ihn zu flippen und dann den Effekt zu nutzen, im Angriffsmodus beschworen, um mir Damage zu drücken, um dann den Effekt von Robin Goblin freizusetzen und eine Karte von meiner Hand in den Friedhof zu schicken. Und das gelingt ihm tatsächlich auch. Und zwar kriegen wir Damage
und müssen dann leider Gottes unser Raigeki in den Friedhof schicken, was unfassbar bitter ist, muss man ehrlicherweise sagen. Also ich habe tatsächlich, also den Sieg, das habe ich nicht mehr kommen sehen. Also wir ziehen hier den Red Skullbird und haben hier noch den Trihorn Dragon. Also mit dem kann ich ja jetzt gerade gar nichts anfangen. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Drücken Aubertin Damage, weil wenn wir ihm Damage drücken, dezimieren wir ihn auf 500 Life Points. Und er kann den Effekt, beziehungsweise er kann die 1000 Life Points für die dunkle Elfe nicht mehr bezahlen, um den Angriff zu deklarieren. Also wir müssen jetzt tatsächlich so ein bisschen darauf hoffen, dass er kein weiteres Monster beschwört, was uns ordentlich Schaden drücken kann. Doch, ne, hier hat er was auf der Hand. Kann er theoretisch verdeckt liegen. Macht er nicht, behält er erstmal in der Hand. Und wir haben natürlich mega Glück in dem Moment, muss man ehrlicherweise sagen. Wir ziehen Monster, was sozusagen ein Tribut kostet, den Shadow Ghoul. Der pusht sich auf geile 2600. Und das sind genau 100 mehr als die dunkle Elfe. Und genau damit rennen wir da jetzt auch drüber. Mega geil, muss man ehrlicherweise sagen. Aubertin ist wieder dran. Zieht gar nicht so verkehrt, aber reicht halt nicht aus. Mir reicht ein weiteres Monster. Oder Stop Defense. Das heißt, wir flippen sein Monster in den Angriffsmodus, greifen mit dem Shadow Ghoul an und gewinnen! So sieht's nämlich aus. Wir gewinnen Duell 3 von 2, 3 von 3. Ja, also sozusagen 2-1. So, ich habe 2 gewonnen, Aubertin 1. Sprich, ich hole mit 2-1 den Sieg nach Hause für die DTV-Community. So sieht's aus. Zweite Runde, zweites Saison-Match in der PSL Progression Series League. Und ich hole den zweiten Sieg in Folge. Das lässt sich doch mal sehen, oder? War ein extrem gutes Match, muss ich ehrlicherweise sagen. Hat mega Spaß gemacht mit Aubertin auch zu quatschen und ein bisschen sich über Strategien auszutauschen und so. Unfassbar nicer Typ. Auf jeden Fall mal unten. Der Link ist in der Beschreibung. Auschecken, reinklicken, winken, Daumen da lassen, irgendwas kommentieren. Winkt von Dennis. Ja, hat auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Zweite Runde in der Progression Series geht an DTV. Ich bin echt gespannt, wie die ganzen anderen Kollegen abgeschnitten haben. Das werden wir tatsächlich nach dem heutigen Spieltag sehen. Ja, und damit würde ich einfach mal sagen, so wie es sich für einen Gewinner gehört, öffnen wir jetzt das nächste Tournament Pack. Los! Geht's. So, wir gehen hier mal direkt auf die YGO Pro Deck Seite, klicken den Tournament Pack 1 an und flippen die ersten Karten. Ja, da ist nichts dabei. Wir machen das nächste Pack auf. Da ist auch nichts dabei. Das läuft nicht so gut für uns. So, nächste Pack. Nein, außer wieder eine Giant Flea. Was soll denn bitte? So, nächste Tournament Pack. Burning Spear. Aber ich glaube, das ist er nicht. Das ist ein Equip-Spell für Feuermonster oder sowas. Da habe ich gerade nicht so viele am Start. Und letzte Pack. Ja, nichts drin. Was soll ich euch sagen? Das war eher mau, muss man ehrlicherweise sagen. Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Wir haben leider nicht so viel Glück mit dem Tournament Pack 1 gehabt. Ich bezweifle, dass auch noch eine der Karten es tatsächlich ins Deck für die nächste Runde schafft. Aber hey, ist wie es ist. Unser Deck holt tatsächlich einen Sieg nach dem anderen nach Hause. Und genauso motiviert gehe ich auch in Runde 3, die ich gegen YGO Insider bestreiten werde. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen da und natürlich abonnieren nicht vergessen, damit ihr in Zukunft keines meiner weiteren Progression Series League Duelle verpasst. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin echt gespannt, wie Runde 3 ausfallen wird. Und damit bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer vielen Dank, Aubertin. Hat echt Spaß gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Rückmatch in der Rückrunde. Und damit beende ich das Video. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal.